Hi ihr Lieben, ich bin's Elem und das Thema meines heutigen Videos ist, wie pimp ich meine langweilige Jeansjacke auf und mache daraus ein richtiges Unikat. So in die Richtung, wie ihr hier seht, soll es gehen. Was brauchen wir, um eine Jeansjacke aufzupimpen? Natürlich eine Jeansjacke. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr alle mindestens eine Jeansjacke besitzt. Aber für diejenigen, die keine haben, habe ich nochmal drei rausgesucht, ziemlich schlichte. Die eine ist ein heller Jeansstoff, der andere ist ein ziemlich dunkler Jeansstoff und dann habe ich noch eine kurze Jeansjacke rausgesucht. Wenn ihr euch die nochmal näher angucken wollt, dann müsst ihr einfach darauf gehen, kommt zum Onlineshop und könnt euch alle weiteren Bilder angucken. Ansonsten seht ihr ja hier unten nochmal die Leiste, da könnt ihr auch auf alles gehen und kommt zum Onlineshop. Für alle, die mobil unterwegs sind und sich das Video angucken, alle Links in der Infobox. Kommen wir zum Eigentlichen, zum Aufpimpen der Jacke jetzt endlich. Da habe ich euch so tolle Aufnäher rausgesucht und ich konnte mich fast gar nicht entscheiden. Am liebsten würde ich euch jetzt 2 Stunden lang Aufnäher zeigen, aber ich habe mal so eine Auswahl getroffen. Ich fange auch schon gleich an. Das, worauf ich stehe, ist natürlich Rock'n'Roll. Und ja, das ist ganz klassisch, diese Rock'n'Roll Hand, die ich euch rausgesucht habe. Die Aufnäher sind auch alle nicht teuer. Die fangen an bei 2,80 Euro oder so und dann irgendwie bis maximal 4 Euro. Also alle, die ich euch zeigen werde. Auf jeden Fall diese Rock'n'Roll Hand fand ich sehr cool. Wenn wir jetzt beim Thema bleiben, Rock'n'Roll, dann natürlich, was darf da nicht fehlen? Die Zunge. Rolling Stones und ja, auch da habe ich das Tolle dann gefunden. Das gehört natürlich dann, wenn man zum Thema Rock'n'Roll die Jacke beispielsweise gestalten will, gehört die Zunge und diese Hand auf jeden Fall da rein. Dazu passt jetzt natürlich auch der Dollarschein mit AC/DC drauf oder die Peace Hand in Stars and Stripes. Die finde ich auch beide sehr cool und ja, ihr Lieben, also mit einem Patch oder einem Aufnäher ist das Ganze ja nicht getan. Das Ganze sieht natürlich erst toll aus und gut gelungen aus, wenn man ganz viel davon nimmt. Und deswegen könnt ihr euch da wirklich austoben mit und alle draufpacken, die euch gefallen. Die folgenden Patches würden wahrscheinlich in den Themenbereich Logos passen, weil da habe ich einmal rausgesucht, das Logo von Jack Daniels und da dachte ich mir, das ist eigentlich ganz cool, das kennen wir ja auf den T-Shirts und was auf dem T-Shirt gut aussieht, kommt natürlich auf der Jeansjacke erst recht gut, dachte ich mir und habe das dann auf jeden Fall für euch ausgewählt. Und dann noch das Parental Advisory Logo. Das, wie ihr wisst, ist ja sowieso jetzt momentan wieder total Hype. Und Alexander Wang hatte das auf Sweatshirts und es gibt es auf Caps und alles Mögliche. Auf jeden Fall fand ich den Patch auch richtig geil. Weitere Patches, die ich toll fand, passen zum Thema Love and Peace, Flower Power. Und das ist der Love-Schriftzug, der darf auf jeden Fall dann nicht fehlen. Bunt gestaltet, knallige Farben, wie auch das Peace-Zeichen. Dieses klassische Peace-Zeichen darf natürlich bei dem Thema nicht fehlen. Dann habe ich noch süße kleine Schmetterlinge rausgesucht. Das ist ein Dreierpack und die könnt ihr euch ja hinsetzen, wie ihr möchtet. Ich finde es ganz schön, wenn die dann auch noch so nah beieinander sind, aufgenäht sind, wie ihr das hier dann auch seht. Ansonsten habe ich zu dem Thema noch, eigentlich passt es vielleicht auch nicht so zum Thema, den Sugar Skull, aber den fand ich eigentlich ziemlich cool auch, weil der ist ja so blumig und fröhlich und nett schaut der aus. Deswegen dachte ich so, der passt auch zum Flower Power Thema. So ihr Lieben, das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen oder abonniert gleich den Channel, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ihr könnt euch natürlich auch weitere Videos von mir angucken, die findet ihr gleich hier. Facebook und Instagram könnt ihr mir auch folgen, da freue ich mich. Und lasst bitte ganz, ganz viele Kommentare da. Zum Beispiel würde mich interessieren, welche Aufnäher hat euch denn am besten gefallen? Schreibt mir das bitte unten rein und ich bin mal gespannt, was da so zusammenkommt. Ansonsten, wie gesagt, das war eine kleine wirklich Auswahl von mir. Und stöbert da ruhig mal rum und guckt mal, was ihr sonst noch so findet und schreibt mir auch das in die Kommentare. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Dankeschön, tschüss!